Guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu dieser Demo, in der ich Ihnen zeigen möchte, wie man ein Storage Gateway einrichten kann, mit dem man Ihren Rechenzentrumspeicherplatz um Cloud-Ressourcen erweitert. Ich bin hier schon in der AWS-Konsole, gehe auf den Punkt Storage Gateway und kann hier gehen auf Deploy in New Gateway. Sie haben zwei Möglichkeiten. Sie können den Storage Gateway in der eigenen Firma einrichten und den Speicherplatz bereitstellen, Ihren eigenen lokalen Servern als zusätzlichen Platz per iSCSI. Oder Sie können das Ganze auf EC2 nutzen und dadurch in der Cloud zum Beispiel ein Recovery Ihrer On-Premises-Daten einrichten. Zum zweiten Punkt komme ich später. Jetzt möchte ich wirklich einen On-Premises-Gateway einrichten. Gehe also auf Deploy in New Gateway. Ich habe hier die Auswahl zwischen Cached Volumes, das heißt der Hauptspeicherplatz befindet sich in S3, lokal bloß ein Cache, Virtual Tape Library und Gateway Stored Volumes, wo alle Daten lokal gespeichert werden und nur in der Cloud automatisch Backups gemacht werden. Hier möchte ich Gateway Cached Volumes haben. Ich kriege Informationen über die Systemanforderungen für den Storage Gateway. Habe ich hier. Und gehe dann auf Weiter. Storage Gateway gibt es für VMware ESX oder für Microsoft Hyper-V. Ich habe hier einen Windows-Rechner mit eingerichteter Hyper-V-Rolle, möchte das also nutzen und muss jetzt das Image herunterladen für den Storage Gateway. Das dauert eine Weile, bis das heruntergeladen ist. Nach einiger Zeit ist dann das Image vom Storage Gateway heruntergeladen. Es ist verzippt, ist nur 1 GB groß. Das heißt, wir extrahieren das jetzt erstmal hierher. In dem Ordner finden sich jetzt neben der virtuellen Maschine selbst, die ich importieren kann, gleich im Hyper-V Manager noch die Lizenzinformationen. Okay, aber als nächstes starte ich dann den Hyper-V Manager. Normalerweise würde man die virtuelle Maschine jetzt hier über virtuellen Computer importieren, in Hyper-V importieren. Allerdings ist das eine 2008 R2 virtuelle Maschine und da ich hier leider für die Demo keinen 2008 R2 Server zur Verfügung habe, nur dieser ist für Produktion supported, sondern nur eine Windows 8.1 Maschine, kann ich die nicht importieren. Das funktioniert nicht, aber kein Problem. Ich erstelle einfach einen neuen virtuellen Computer, gebe den Namen. Sage, ich möchte den im entsprechenden Verzeichnis speichern. Ich brauche Generation 1 Hardware, weil die dem entspricht, was 2008 R2 ist. Die virtuelle Maschine braucht 7,5 GB RAM. Wähle mein Netzwerk aus und verbinde jetzt die vorhandene virtuelle Disk, die ich mir gerade heruntergeladen habe. Okay. Fertig. Bevor ich jetzt den Storage Gateway starte, brauche ich noch mindestens zwei virtuelle Disks, eine für den Cache und eine für den Upload-Buffer. Okay, ich gehe also auf die Einstellung meiner virtuellen Maschine, gehe auf den SCSI-Controller und füge zwei Festplatten hinzu. In Produktion muss die relativ groß sein. Sehen Sie alles in der Dokumentation. Hier für die Demo wähle ich die ziemlich klein. Und zwar wähle ich einen dynamisch erweiterbaren Datenträger. Gut. Größe nehme ich hier für diese Demo mal 10 GB. Okay. Und noch eine zweite. Das ist mein Cache. Und entsprechend der Empfehlung mache ich die 12 GB groß. Okay. Hier habe ich also meine zwei Festplatten und jetzt kann ich den Storage Gateway einfach starten.
sehe, wie die dahinterliegende Linux-Maschine gestartet wird, sehe, wie die Disks attached werden. Okay, und das war's auch schon. Jetzt kann ich wieder auf die Konsole gehen. Ich kriege hier nochmal die Details der entsprechenden Schritte, die ich ausführen soll. Hier alle für Windows Server 2008 R2. Hier auch noch die Diskbuffer. Okay, und dann gebe ich hier einfach die IP-Adresse der Maschine ein, um darauf zuzugreifen. Die IP-Adresse kann ich zum Beispiel rausfinden, indem ich mich beim Scourge Gateway einmal anmelde und sage IP. IP-Adre, sehe hier meine entsprechende IP-Adresse 192.168.123.54. Okay, geben wir hier ein. So, der Storage Gateway kommt jetzt in die Aktivierung. Ich gebe dem noch einen Namen. Okay, wenn das übrigens fehlschlägt, dann haben Sie der virtuellen Maschine zu wenig Hauptspeicher gegeben. Okay, ich gebe noch die Zeitzone an, gehe auf Activate My Storage Gateway. Et voilà, hier ist mein Storage Gateway. Gut, als nächstes kann ich dann Volumes erstellen. Ich muss meine beiden lokalen Platten angeben. Die kleinere als Upload-Buffer, die größere als Cache. Ich kann Alarme setzen, wenn bestimmte Grenzen überschritten werden. Das spare ich mir jetzt mal hier. Und ich kann jetzt Volumes, die per iSCSI bereitgestellt werden, erzeugen. In meinem Fall möchte ich mal ein 5 Terabyte Volume erzeugen. Nenne das My Volume ist okay. Ich kann hier einen Snapshot angeben, aus dem ich das wiederherstellen will. Das ist insbesondere in Recovery-Szenarien sinnvoll. Kommen wir nachher dazu. Und dann gehe ich auf Create Volume und sehe hier, wie mein 5 Terabyte Volume erstellt wird. Der größte Teil dieses Volumes befindet sich dann in S3, wobei auch nur benutzter Platz tatsächlich dann in S3 vorhanden ist. Nur der kleine Upload-Buffer von 10 GB bzw. die 12 GB Cache sind dann lokal auf meinem System. Gut, warten wir, bis dieses Volume erstellt ist. Jetzt ist es available. Gut, und jetzt kann ich mich von einem Client-Computer damit verbinden. Dazu verwende ich iSCSI, das heißt, ich starte den iSCSI Initiator. Wenn ich ihn das erste Mal starte, werde ich gefragt, ob der iSCSI-Dienst ausgeführt werden soll, sage ich ja. Und dann gebe ich einfach meinen Storage Gateway als Host an. Sage schnell verbinden. Und bin jetzt mit dem Volume verbunden. Gut, hier ist mein Volume. Bevor wir jetzt weitermachen, ist eine Sache wichtig, nämlich ein paar Registry-Einstellungen zu setzen. Das finden Sie hier unter Connecting from a Windows Client to your Storage Volume. Sie müssen die Timeout-Werte hochsetzen. Dazu gehen Sie in den Registry-Editor und setzen die Werte für die entsprechenden Schlüssel so wie hier angegeben. Im Wesentlichen setzen Sie die Timeouts von einer Minute auf 10 Minuten hoch. Okay, wir haben jetzt also im iSCSI-Client unser Volume gemountet. Wir gehen auf den Disk Manager. Hier sehen wir das neue Volume. Sagen okay. Hier ein 5 Terabyte Volume, legen ein Simple Volume an über die ganzen 5 Terabyte, geben Laufwerksbuchstaben an. Okay, weiter. Das Volume wird formatiert. Wichtig dabei ist unbedingt Quick-Format zu verwenden, sonst verwenden Sie Ihren gesamten Speicherplatz in S3, die ganzen 5 Terabyte. Okay. Und jetzt steht es hier zur Verfügung als 5 Terabyte Volume und wir können schlicht und ergreifend anfangen, da Daten reinzuschaufeln. Ich lege mal einen neuen Ordner an und fange jetzt zum Beispiel an, dort meine Musik reinzukopieren. Noch ein bisschen Chill-Out-Musik. Und Sie sehen, wie die Daten entsprechend rüber kopiert werden.
In der AWS-Konsole kann ich dann mein Storage Gateway überwachen. Ich kann zum Beispiel ein Snapshot Schedule einrichten und sagen, ich möchte jede Stunde automatisch einen Snapshot von meinem Volume machen. Was ich auch sehr einfach machen kann, ist dann später ein Restore. Ich kann zum Beispiel auf meinem Cloud Gateway, das heißt auf einem Storage Gateway, der auf Amazon EC2 liegt, sehr einfach dann meine Daten von meinem lokalen Gateway wiederherstellen oder auch umgekehrt. Sie sehen, ich habe hier in dem Cloud Gateway, den ich genauso eingerichtet habe wie den anderen, zwei Volumes, eins mit 5 Terabyte, eins mit 7 Terabyte, habe dann entsprechend Snapshots davon gemacht. Gut. Und kann jetzt sehr einfach in meinen lokalen Gateway einen dieser Snapshots wiederherstellen. Das ist zum Beispiel sinnvoll für ein Disaster Recovery Szenario. So würden Sie auch Disaster Recovery machen, wenn Ihr lokaler Storage Gateway nicht mehr verfügbar ist oder die Disks kaputt gegangen sind oder ähnliches. Gut, machen wir das mal. Ich gehe auf Snapshots, wähle mir den letzten Snapshot aus, den ich von dem Volume gemacht habe. Diesen hier nämlich. Gehe jetzt auf meinen lokalen Gateway und sage, ich möchte ein neues Volume aus diesem anderen Snapshot erstellen. Wieder 5 Terabyte. Nenne das from Snap. Gebe die Snapshot-ID an und sage hier Create Volume. Warte wieder, bis das verfügbar ist. Okay. Gehe dann auf dem Client wieder in meinen iSCSI-Client, gehe auf Aktualisieren, verbinde mich damit. Okay, im Disk Manager kann ich das jetzt entsprechend aktualisieren. Hier ist mein zweites Volume, gebe dem noch einen Namen. Laufwerk G ist schon zugeordnet, sodass ich jetzt also einfach in den Explorer gehen kann, wähle dieses Laufwerk G aus und sehe die Daten, die in dem Snapshot zum Zeitpunkt seiner Erstellung drin waren. Kann jetzt also zum Beispiel sagen, ich brauche mal dieses Paket hier, möchte das auf meinen lokalen Ordner kopieren. Die Daten werden jetzt aus dem Snapshot aus S3 in meinen lokalen Cache im Storage Gateway heruntergeladen und mir hier zur Verfügung gestellt. Genauso geht das Ganze natürlich andersrum. Ich kann ein Cloud Gateway, der auf EC2 läuft, nutzen, um einen Snapshot wiederherzustellen, der aus meinem lokalen Volume stammt. Das gibt verschiedene Gründe, zum Beispiel zur Datenauswertung oder auch einfach zum Disaster Recovery. Schließlich und endlich kann ich mein Storage Gateway natürlich auch überwachen. Das geht dann nicht hier in der Konsole, sondern in CloudWatch. Das heißt, ich gehe auf CloudWatch, wähle Storage Gateway aus, habe hier die einzelnen Volumes zur Verfügung, habe meine Storage Gateways zur Verfügung und kann zum Beispiel mir Kennzahlen auswählen wie Cloud Download Latency oder Cloud Bytes Uploaded. Wie viele Daten habe ich aktualisiert? Oder wie viele Daten sind noch in der Write Queue? Und ähnliches. So viel zum Thema Storage Gateway.